Oh, Lydia, wenn ich dir so in die Augen gucke, dann. Oh, wir sind on air. Ja, hallo, herzlich willkommen zu. Was war denn das gerade? Kam euch das auch gerade ein bisschen komisch vor hier so? Ja, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir steigen jetzt erstmal eine Stufe auf, gehen auf Gesundheit und sparen uns den Talentpunkt. Ich habe nicht vor, ihn zu verschwenden gerade im Moment. Ich wollte außerdem mal ganz kurz das gucken. Und zwar haben wir hier eine Fackel. Die, da wir die selber nicht Glaubt ihr benutzen, mich noch? gebe Ich bin ich direkt die mal hinter euch. Lydia in die Hand. Ich habe geschworen, eure Last zu Weil tragen. ich habe es zumindest so gelesen, dass sobald ich ihr eine Fackel gebe, nutzt Ihr sie geht sie auch, vor, wenn es ich dunkel ist. folge. Und das ist ja eigentlich ganz cool. So, wir haben ja gesagt, wir haben einige etliche Möglichkeiten. Ihr habt ja selber tausende von Ideen geschrieben, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und ja, jeder will woanders hin. Ich werde es nie einem recht machen müssen, werden können. Deswegen spiele ich nach meinen Regeln. Die einzige Sache, die mir unter den Kommentaren sehr cool aufgefallen ist, ist, dass ich ja eigentlich gerade in der Nähe vom Liebendenstein bin. Und da ich da so schnell nicht mehr hinkommen werde, naja, warum soll ich mich dann nicht kurz auf dem Weg dahin machen? Ich finde das eine super Idee und genau deswegen machen wir das jetzt auch. Ja. Ah, halt. Vorher machen wir noch was ganz was anderes, nämlich wir gehen nochmal in die Grube rein. Und da bin ich auch sehr dankbar für diesen Tipp, nämlich der Grund, warum da nicht abgeschlossen steht, ist, weil wir noch nicht alle Erze gesammelt haben in dieser Höhle. Und zwei Adern müssten hier noch irgendwo sein, die ich abbauen kann. Ich habe mir leider nicht gemerkt, welche das waren. Deswegen müssen wir jetzt leider nochmal durch die Höhle durchgehen und danach Ausschau halten. Irgendwo hier müssen noch Adern gewesen sein. Zwei Stück. Kann ich die Fackeln hier eigentlich nicht mal abnehmen? Nö. Okay, zwei zwei Fackeln. Ja, ist ganz schön staubig hier, gell? Zwei Adern müssen hier noch sein, die ich definitiv abbauen kann. Ich hab mir halt jetzt nicht gemerkt, wo genau die waren. Wurscht. Ja, dann muss ich halt hier nochmal runter. Autsch. Ich muss mich jetzt hier nochmal umgucken. Oh. Bist du auch einfach runter? Das glaube ich hast du beim letzten Mal schon gemacht und ich habe mich schon gewundert, weil du ja sonst eher so den Umweg gehst. Ich finde, diese Adern sind ja doch gar nicht so einfach zu finden. Deswegen muss ich mich jetzt hier nochmal ganz genau umgucken. Irgendwo. Zwei Adern habt ihr noch gefunden, habt ihr gesagt. Wo finden wir denn bitte hier noch zwei Stück? WTF? Was zur Hölle war denn das? Was hat denn das aktiviert? Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. Irgendwas da, das ist aktiviert. Ich habe nicht, keine Ahnung, was es war. Hier auch keine. Das gibt's doch nicht. Wo waren denn die? Ja, Lydia! Komm schon. Was kommt davon, wenn man sich nichts merkt? Was zur Hölle waren denn die Adern jetzt? Sind die so schwer zu finden? Ich guck mal kurz, ob ich eventuell, wenn ich Nachtsicht anmache, ob ich dann ein bisschen mehr sehe. Ob ich die Adern dann überhaupt sehe? Die sehen ja alle irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Boah, ist das hell hier, ey. Wahnsinn. Aber hier sehe ich auch keine. Zelle, waren denn die? Und hier ganz am Ende nochmal welche? Hier irgendwas übersehen? Da! Da haben wir doch schon mal eine. Okay. So. Dann hacken wir jetzt hier ein bisschen rum. Wir können ja irgendwann mal ausmachen hier unsere Nachtsicht. Die bringt mir gerade nicht so viel. Ja.
Immer schön weitermachen. So, damit wäre das erschöpft. War es das jetzt oder ist doch noch eine? Eine ist es noch. Es steht immer noch nicht abgeschlossen da. Ihr habt ja gesagt, es sind noch zwei. Dann werdet ihr schon recht behalten haben. Die Frage ist nur, wo ist die letzte jetzt? Ich meine, ich hätte mich erinnern können, dass irgendeiner schrieb ganz am Anfang. Aber da habe ich keine gesehen. Normalerweise sind die doch schon ziemlich erkenntlich gestaltet mit dem Weiß. Schau mal hier nochmal. Hier sehe ich allerdings auch nichts. Wo könnte jetzt hier noch eine sein? Eine ist hier noch irgendwo. Eine ist hier noch. Da vielleicht? Nee. Das sieht alles irgendwie so verdächtig aus. Aber am Ende ist es nicht. Ich hätte mir eingebildet, dass irgendwie einer schrieb, dass es hier war. Dass ich hier eine Ader übersehen hätte. Aber ganz ehrlich, wo denn? Ich sehe hier nämlich nichts. Hier in den Ecken nicht. Wo soll denn die sein? Nee. Ich sehe sie wirklich nicht. Ganz ehrlich. Da spielt mein Auge nicht mehr mit. Ist auch ganz schön spät mittlerweile, muss ich mal dazu sagen. Ich komme einfach nicht mehr anders zum Aufnehmen. Es tut mir ja selber leid, aber ich weiß auch nicht. Okay, nachdem ich die jetzt nicht finde, gucke ich nochmal in den Kommentaren nach. Bis gleich. Okay, ich habe nochmal nachgeguckt und ich hatte schon recht. Das war scheinbar schon da hinten. Allerdings eine andere Ader. Nämlich eine eher goldene und nicht eine weiße. Deswegen habe ich die auch jetzt nicht gesehen. Wo ist denn hier irgendwie eine goldene? Selbst eine Ach, da! Das sieht nur hier so golden aus. Ach, der Boden ist das. Ah. Oh, das ist echt gemein, wenn das im Boden drin ist. Ey, das sehe ich nicht. Das sehen meine Augen. Boah, makelloser Amethyst. Nice. Was wir da drin alles finden, okay. Sehr schön. So. Rubin auch noch. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ich meine, ein makelloser, der ist 180 wert und der Rubin ist ja auch nochmal 200 wert. Wow, das hat sich gelohnt. Und steht jetzt abgeschlossen, das wäre endgeil. Nein, tut's nicht. Verdammt nochmal, warum steht bei mir nicht abgeschlossen? Das ist äußerst seltsam. Ich danke trotzdem an dieser Stelle mal Killerboy, der mir die Tipps mit den zwei Adern gegeben hat, der mir auch schön die Minutenzahl aufgeschrieben hat. Vielen Dank dafür. Das Problem ist nur, ach ja, auch vielen Dank für den Tipp, dass man hier im Ladebildschirm die Sachen drehen kann. Das war mir bisher auch noch nicht bewusst. Sehr cool. Aber das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass wir das... Dass wir das immer noch nicht abgeschlossen haben. Ich rede nochmal mit den beiden. Das Schürfen in diesem alten Felsen ist jetzt viel leiser, den Göttern sei Dank. Wir können ihm ja wieder das Mondsteinerz verkaufen, wir können es aber auch schmelzen angeblich, was uns erheblich mehr Geld gibt. Und deswegen behalte ich es mal. So, was mit dir jetzt? Diese Mine wird noch unser Grab werden, ich weiß es einfach. Tja, Pech, ne? Was wollt ihr, Khajiit? Ja, ja, ich will, dass hier endlich steht, dass ich die Grube abgeschlossen habe. Oder erst jetzt, weil ich raus bin. Nee, immer noch nicht. Ja, wer es jetzt weiß, der kann mir immer noch sagen, warum jetzt nicht und keine Ahnung und wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich meinen Sold erfüllt und sage schon mal Danke soweit. So, dann mache ich mich jetzt auf dem Weg zum liebenden Stein. Den möchte ich nämlich jetzt erreichen. Ist das eigentlich eine gute Zeit? Oh ja, 10 Uhr morgens, das ist eigentlich perfekt. Ach, da unten war jetzt dieses Ding, ne? Da waren wir ja auch noch nicht. Und da habe ich nämlich letztes Mal sogar was übersehen, hat einer gemeint. Irgendwas Wertvolles habe ich wohl da liegen lassen. Was ich nicht genau gesehen habe. Den Zwergenstreitkolben, glaube ich, habt ihr gemeint, oder? Den hätte ich mitnehmen sollen, ne?
Ja, gut. Den Riesenzeh können wir auch noch mitnehmen. Und Salz der Leere. Oh, okay. Das können wir auch eigentlich noch mitnehmen. Ansonsten sehe ich jetzt hier weiter nichts. Ich rüste mich mit meinem Flammenbogen aus. Und schau mal, was jetzt hier abgeht. Hier gammelt doch garantiert auch noch irgendjemand rum. Hier haben wir alles mitgenommen, oder? 14... Ah! Stimmt, hier habe ich aus Versehen meine 14 abgeschworenen Stiefel reingelegt. Ha! Die nehmen wir natürlich wieder mit. Die sind ja auch nochmal was wert. So, dann schauen wir jetzt mal hier drüben. Was wir hier finden... Hier, es geht doch auch garantiert noch irgendwas. Ist da hinten ein Mensch? Nee, oder? Da hinten geht auf jeden Fall jemand. Und die arbeiten da, aber die sind doch garantiert nicht freundlich, oder? Nee, die haben mich wohl schon gesehen. Okay, die haben mich schon entdeckt. Das will ich anders machen. Nämlich... Ach, dann ist das doch ein Mensch, der da hinten sitzt. Ach, scheiße, nicht erwischt. Okay, ganz ruhig, Lydia. Nicht auf dich aufmerksam machen. Ja, dann halt doch. Oh, ja. Ich glaube, jetzt haben wir auf uns aufmerksam gemacht. So. Ja, spätestens jetzt. Hey, cool, aber ich habe den anderen aber getroffen. Ich kämpfe mal weiter mit meinem Bogen, weil der ist ja gut genug. So. Der da hinten ist auch down. So, irgendein Magier. Boah, jetzt haben wir wieder das ganze Dorf aber hier von denen angelockt. Was, den habe ich nicht erwischt? So, jetzt hat er aber. So, du gehst auch down. Ja, du musst es allerdings, meine Liebe. Denn ansonsten gehen wir drauf. Ist dir das schon mal aufgefallen? So, die sind doch jetzt noch nicht tot. Oh, da hinten snipert mich einer weg. Und erwischt. Und... Verdammt, jetzt hat er sich bewegt. Halt doch mal still jetzt. Erwischt. Auch down. Und was mit dem letzten? Hier drüben. Was, wo? Wo kommst du denn her? Oh, okay, da kommt noch mal einer. Wow. Down. Wo kommen die denn jetzt alle her, ey? So, Nummer 1. Und dann stoßen wir dich doch da am besten gleich runter. Oh, oh, ich glaube, Lydia hat es ganz schön erwischt. Du heilst dich und ergibst dich wohl scheinbar nicht. So, und noch einer. Oh. Guten Tag, Frostaltronarch. Oh, ich bin gleich tot. Scheiße. Ja, mir ist es gerade aufgefallen, dass ich gleich tot bin. Ja, das ging schief, ne? Okay, also gleich nochmal. Und ich mache das jetzt mal anders. Und zwar, ich möchte es einfach mal probieren, ob das funktioniert. Komm mal her, Lydia. Bin immer noch da. Und zwar... Du musst etwas für mich tun. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Warte hier. Gut, verstanden. Sie soll genau hier warten und mich jetzt mal ganz kurz hier meinen Job erledigen lassen. Weil wenn sie nämlich nicht mit angreift, dann müsste ich eigentlich die ganze Zeit unerkannt bleiben. Wer hat mich denn jetzt entdeckt? Naja, mich hat keiner entdeckt. Okay, so, jetzt probieren wir das mal. Doch, der da drüben, der entdeckt mich da die ganze Zeit. Okay, der ist down. Nice gemacht. Den da hinten interessiert das noch nicht mal. Irgendeiner bewegt sich aber. Nee, kein feines Symbol passt. Dann der da drüben.
Und gleich nochmal. So, auch down. Normalerweise dürften sie sich jetzt nur wundern, wer sie weggesnipert hat, aber dürfte mir nichts passieren. Noch sind die Feinde in der Okay, ich glaube, jetzt haben sie mich entdeckt, oder? Oder? Okay, Lydia ist da. Dann, glaube ich, ist jetzt alles klar, denn wir haben wieder gut Aufmerksamkeit. Hey, aber Schleichangriff hat immer wieder Schaden gegeben. Bleibt sie jetzt eigentlich brav stehen? Sie bleibt brav stehen, sie verteidigt sich nur. Okay, cool. Jetzt müssen doch da gleich die anderen kommen. Nice, wieder Schleichangriffschaden. Ah, diesmal nicht. Ah, wieder nicht. Die wissen scheinbar doch noch nicht, dass ich da bin. Gut, der wird es jetzt allerdings wissen. Wie sie sogar sagt, hab euch. So, down. Diesmal passe ich ein bisschen mehr auf meine Gesundheit auf. Schön, Lydia bleibt einfach da hinten und... Oha, voll ins Gesicht, ey. Leck mich am Arsch. Ja. Da wird jetzt ein bisschen eng mit der Rüstung und so. Die Axt. So, den Pfeil nehme ich mal kurz mit. Dann muss ich eh jetzt gleich erstmal mit Lydia hier wieder ein bisschen quatschen. So, der ist auch down. Da hinten läuft jetzt noch einer. Der kommt, so wie es aussieht, auf mich zugerannt. Und der wird direkt so erwischt. Ach, das war die. Oh! Aber zwischen die Augen, oder? Naja, gut. Mitten in die Stirn, könnte man sagen. Okay, ich glaube... Doch, da oben haben wir jetzt nämlich noch einen. Genau. Und den will ich natürlich auch noch erwischen. Der ist nämlich da oben irgendwo. Da läuft er. Erwischt. Oh. Brandschätzer? WTF, wer ist denn das? Oh. So einen habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Nices Duell hier. Ja, natürlich gewinne ich. Ah, geil, voll den Fuß erwischt, ne? So, wer ist das da oben? Genau, Lydia. Komm, machen wir ein schönes Duell. Komm, schieß mal ein bisschen besser. Ich treffe doch auch dauernd. Jetzt bezahlt ihr. Warum verteidigt er sich nicht? Naja, mir soll es recht sein. Ich mach nur meine Schießkunst nach oben. Und einmal noch. Jetzt hat! Bewegt er sich. Jetzt, wo er merkt, er geht drauf. Oh, oh. The fuck?